Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Apollo Justice Ace Attorney weiter. Wir nehmen noch ein ganz klein bisschen die Zeugenaussage von Lemuria auseinander. Wir sind jetzt gerade an dem Punkt angelangt, dass wir erfahren wollen, wie dieser verdammte Illusionstrick während der Vorstellung, während ihrer Gesangseinlage funktioniert hat. Wir wissen jetzt schon, dass sie irgendwie von Punkt A nach Punkt B rennen musste, aber von der Bühne bis nach hinten, sie hatte 2 Minuten Zeit, aber de facto waren es nur 20 Sekunden, die im Video vergangen waren. Also irgendwas war da sehr komisch. Wir sollen jetzt einen Beweis zeigen, der die Diskrepanz erklärt. Zwischen ja, diesem Hin- und Hergelaufe und vor allem auch, dass sie kurz angehalten hat und so weiter. Ja, gut, okay. Trucy hat gesagt, dass wir wahrscheinlich im Video etwas finden werden. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal keck, wir zeigen einen Beweis. Es gibt ein Beweisstück, das die Diskrepanz zwischen Video und Aussage erklärt. So, und um jetzt dieses Beweisstück herauszufischen, ist es eventuell von Vorteil, wenn man sich das olle Video nochmal anguckt. Vielleicht nicht vollständig, aber so ein bisschen zumindest. Guckt euch mal ein bisschen Lemuria an. Man hat es nicht gut gesehen, aber man hat es im Endeffekt irgendwie ein bisschen gesehen. So, das ist Gavin, der ist uninteressant. Das ist Maki, ist auch uninteressant. Haben wir Lemuria gleich nochmal in der Nahaufnahme oder kriegen wir sie nicht? Da fährt sie jetzt hoch. Warum ist die Kameraperspektive immer so weit weg? Verstehe ich nicht. So kann man gar nicht richtig gucken. Staatsanwalt Gavin. Jetzt müsste sie kommen. Jetzt müsste sie kommen. Jetzt müsste sie kommen. So, guckt sie euch an. Guckt sie euch an. Da. Wichtiges Detail. Wichtiges Detail. Wichtiges Detail. Und wir spulen, spulen. Und dann taucht sie dort hinten auf. Und jetzt hat etwas gefehlt. Man hat es aber nur am Rande gesehen. Na, wer hat es jetzt anhand dessen, was ich jetzt hier gezeigt habe und beschrieben habe, wer hat es jetzt anhand dessen herausgefunden? Es ist wirklich nicht so einfach. Aber wenn man es mehr oder weniger logisch betrachtet und sich an Dinge erinnert, die wir gestern schon untersucht hatten, dann ergibt es eventuell tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise Sinn. Es geht nämlich um diesen Gegenstand hier, um die Brosche, die am Tatort gefunden wurde und wo wir uns ja schon die ganze Zeit gefragt haben, wie die Brosche denn dorthin gekommen ist. Nimm das! Lemuria, erinnern Sie sich an diese Brosche? Aha, die Brosche. Die haben wir bereits gestern gesehen, nicht wahr? Sie ist am Tatort gefunden worden, Euer Ehren. Und sie zeigen sie uns jetzt. Warum nur? Ich dachte, wir hätten bereits festgestellt, wann sie verloren wurde. Das dachte ich auch. Aber das hatten wir nicht. Sehen Sie sich das Video noch einmal an. Die dumm, die dumm. Da haben wir übrigens an der Gitarre auch den Zünder gesehen, ne? Also, hatten wir das vorher schon thematisiert? Weiß ich gar nicht. Im Video sieht man ja bei der Einblendung bei der Gitarre im Schallloch es kurz aufblitzen. Und das ist ja der Moment, wo der Zünder betätigt wird. Hier können Sie sehen, dass sie die Brosche trug. Hm, das tut sie. Und nun etwas später. Was? Die Brosche, sie ist verschwunden. Was? Ja. Die Brosche ist in der kurzen Zeit von 20 Sekunden verschwunden. Und man braucht eine ganze Minute, um von der Bühne zum Backstage-Bereich zu rennen. Was bedeutet, dass es nur eine Erklärung dafür geben kann. Die Lemuria vor und die Lemuria nach dem Verschwinden sind zwei unterschiedliche Personen. Was? Die Brosche wurde auf dem Boden am Tatort gefunden.
Und nicht nur einfach auf dem Boden, sondern auf dem Boden direkt unter dem Luftschacht. Lemmy Raya, sagen Sie mir, haben Sie die Brosche auf dem Weg von der Bühne zum Backstage-Bereich verloren? Genau in dem Augenblick, als Sie Zeugin des Verbrechens wurden? Ja, ich denke schon. Ruhe! Staatsanwalt Gavin! Ihrem Ausdruck entnehme ich, dass Sie keine Ahnung davon hatten, Herr Richter. Ich wusste natürlich davon. Was? Ich habe es nicht absichtlich verheimlicht. Ich hätte nur niemals geglaubt, dass der Tausch und die Schüsse zur gleichen Zeit passiert sein könnten. Ich hatte also recht? Es gab einen Tausch? Den gab es. Kurz bevor der Turm der Bühne hochging, wurde Lemmy Raya ersetzt. Wenn wir schon beim Thema sind, wer hat Lemmy Raya denn ersetzt? Natürlich der Mann, der hinter der Illusion steckte. Valant Grammarai. Es war Grammarai? Eine echte Illusion. Aber eine Sache habe ich immer noch nicht verstanden. Ja? Der Tausch fand statt, kurz bevor der Turm hochgefahren wurde, richtig? Sie waren also nicht auf der Bühne. Das ist richtig. Aber diese falsche... Lemmy Raya singt weiter. Und sie singt ziemlich gut. Das stimmt. Komm schon, Apollo. Das ist doch ganz einfach. Sie haben einfach eine Aufnahme laufen lassen. Die Gaviners spielen nicht mit Luftgitarren, Fräulein. Oh, Sie meinen, ich liege falsch? Wenn wir einen Live-Auftritt haben, spielen wir auch live. Kein Playback. Können Sie das vielleicht erklären, Lemmy Raya? Na schön. Ja, erklären Sie es. Fügen Sie es Ihrer Aussage hinzu. Ich musste weiter singen, während ich ging. Sie haben gesungen? Ja. Herrn Gavins Abneigung gegenüber Playback ist bekannt. Also benutzte ich das hier. Warten Sie. Sie haben also die ganze Zeit über gesungen? Auch als Sie über der Decke zum Backstage-Bereich gekrochen sind? Was macht das schon, wo ich singe, wenn überall die gleiche Dunkelheit herrscht? Ja. Okay. Also, es ist schwierig vorstellbar, ne? So im gebückten Zustand, dass das dann alles noch so... Aber gut, sie ist ein Naturtalent. Keine Ahnung, sie kann das. Aber wenn sie unterwegs gesungen haben... Genau, hätten das der Schütze und das Opfer dann nicht gehört? Sie hat direkt über ihren Köpfen gesungen. Das ist richtig. Sind Sie sicher? Man müsste recht schwerhörig sein, um ein Singen in der Decke nicht zu hören. Erneut kommen wir auf die Umstände des Tatorts zurück. Welche Umstände? Ach, ich weiß, was er meint. Den alten Lautsprecher, Apollo. Den Lautsprecher? Zur Tatzeit dröhnte der Lautsprecher. Ah, das ist der Backstage-Monitor. Monitor? Hat eine direkte Leitung zu den Mikrofonen auf der Bühne. Gut, wenn man wissen will, wann der eigene Auftritt ist. Zufrieden? In der Garderobe hing ein großer Lautsprecher, der alles auf der Bühne direkt übertrug. Auf meine Anweisung hin. Also hörte sich die singende Lemmy Raya in der Decke genauso wie die singende Lemmy Raya im Lautsprecher an. Raffiniert. Ihre Stimme war versteckt durch ihre eigene Stimme. Ah. Lemmy Raya? Mir ist gerade etwas eingefallen. Sagen Sie es uns. Als ich das Geräusch hörte, die Schüsse, ja? Das erschreckte mich so, dass ich... Dass Sie? Dass ich aufhörte zu singen. Was?
Ich vergaß die Worte, die ich eigentlich singen sollte. Der Song hörte auf? Gott sei Dank war es der Anfang des zweiten Refrains, so dass es nicht wirklich vielen aufgefallen ist. Stirni, dieses Mischpult, das ich Ihnen geliehen habe, wo ist es? Das Misch, hä? Das Gerät Apollo, das die Musik in einzelne Stimmen zerlegt. Oh, das hatte ich komplett vergessen. Hören wir es uns einmal an. Meine Süße, in jener Nacht in deinem Arm, als du die Schlüssel nahmst, die mein Herz so festhielt. Freude, nur eine sanfte Melodie. Der Song ist hier unterbrochen worden. Ja. Wirklich? Das habe ich dann wohl überhört. Sehen Sie den Text auf dem Textblatt am Anfang der zweiten Strophe. Sehen Sie, dort wo Freude, Freude steht? Hören Sie noch einmal hin. Als du die Schlüssel nahmst, die mein Herz so festhielt. Freude, nur eine sanfte Melodie. Das ist wirklich ein Beweis. Ich glaube, wir haben uns alle eines schrecklichen Fehlers schuldig gemacht. Das Verbrechen geschah nicht während des dritten Sets, sondern es geschah im zweiten Set, während Lammy Ryers Ballade. Wenn das stimmt, dann kann niemand, der im zweiten Set auf der Bühne war, der Schütze gewesen sein. Das bedeutet also, dass es Darian Crescent gewesen sein kann. Er befand sich im zweiten Set nicht auf der Bühne. Nun, Staatsanwalt Gavin? Faszinierend. Ich glaube, ich habe noch nie einen Fall erlebt, der eine solche Wendung genommen hat. Aber es gibt immer noch ein Problem. Und das wäre, Staatsanwalt Gavin? Stirnis Theorie besitzt eine gewisse Logik. Doch ist sie komplett auf Lammy Ryers Aussage aufgebaut. Ja? Ist das ein Problem? Nun, es ist so offensichtlich, dass es mir wehtut, es auszusprechen. Was ist, wenn Lammy Ryer lügt, um den Angeklagten zu schützen? Aber Sie können es nicht beweisen. Ich sag ja auch nur, dass die Wahrheit noch unklar ist. Bis wir sie direkt von dem Mann selbst gehört haben. Der Mann? Sie meinen doch nicht. Doch. Obwohl er ein Freund und ein Bandmitglied ist, muss Darian Crescent in den Zeugenstand. Ich sehe keinen anderen Weg. Als jemanden mit einer neuen Sicht auf den Fall? Nun, eigentlich als Verdächtiger. Endlich. Die Ratte wagt sich aus ihrem Loch. Und ich bin bereit, sie zu fangen. Darian Crescent, hier kommt Justice. Das ist ein guter Zeitpunkt für eine kurze Unterbrechung. Die Anklage wird den Zeugen rufen. Er möge vor Ort und bereit sein, wenn wir anfangen. Ich bin hier wirklich der Letzte, der an seine Pflichten erinnert werden muss. Na schön. Das Gericht macht eine Unterbrechung von 15 Minuten. Wey. Fortsetzung folgt. Da gibt's noch mal einen kleinen Cliffhanger. Mitten quasi in der Sitzung.
Kommt jetzt auch nicht so häufig vor, ne? Ab und zu, aber gut. Das deutet schon mal darauf hin, dass uns noch ein bisschen was bevorsteht. Eigentlich ist das auch ein guter Punkt, um jetzt nochmal Schluss zu machen, bevor wir dann mit dem nächsten Set sozusagen einsteigen. Den nächsten Set, den nächsten Abschnitt, den nächsten, ihr wisst schon was. Deswegen werden wir jetzt an der Stelle dann auch eine Pause machen, auch wenn ich jetzt noch nicht die 20 Minuten erreicht habe. Nichtsdestotrotz, ja, wie war es jetzt bis hierhin? Wir haben jetzt das mit dem Trick so ein bisschen verstanden, wobei ich persönlich jetzt immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten habe, das nachzuvollziehen. Also wichtig war jetzt irgendwie, dass sie trotzdem, Lemmy Raya war am Anfang trotzdem auf der Bühne, aber schon während sie auf der Bühne war, noch bevor die Bühne hochgefahren ist, noch davor wurde sie ausgetauscht durch quasi ihren Doppelgänger, Zauberei, Illusion, wie auch immer, Valent Grammarai. Und dann hat sie sich also durch diesen Lüftungsschacht da so durchgezwängt, um dann hinten bei der Bühne wieder rauszukommen. Sehe ich das richtig? Ja. Gut. Und für den Weg hatte sie dann schlussendlich 2 Minuten Zeit, aber man hätte es auch in 1 Minute schaffen können. Trotzdem hat sie die ganze Zeit gebraucht. Und dann hat sie sich noch zwischenzeitlich versungen, weil sie irgendwie abgelenkt wurde von dem, was sie mitbekommen hat. Ja, es mag irgendwie Sinn ergeben. Es ist halt sehr wow. es ist halt sehr viel. Ja, man muss viel guten Willen beweisen, finde ich. Um das alles so. Aber nun gut, okay, mein Gott. So ein bisschen Zauberei und dergleichen, das ist halt ein Fakt irgendwie innerhalb dieser Apollo Justice Welt. Und das nehmen wir dann jetzt an der Stelle einfach mal so hin. Ihr könnt ja eure Meinung dazu nochmal schreiben unter das Video. Wie ihr es bis hierhin findet und ob eure Fragen weitestgehend geklärt wurden. Vielleicht habt ihr selber noch Fragen irgendwie, die man dann erörtern kann. Ansonsten, wie gesagt, geht's dann beim nächsten Mal weiter und dann darf Darien Questioned in den Zeugenstand und der wird mal mächtig gute Laune haben, davon gehe ich doch schwer aus. Für den Moment soll es erstmal wieder gewesen sein und ich sage tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.